Pole, anything along the lines of that. There's one ice block somewhere around here, and if you still don't know where this ice block is, you must have not been to Sahita, because she has a massive ice block just like standing somewhere. So yeah, basically that's a bit easy, unless of course Sagita doesn't even sell grapes, which would be kind of weird, seeing as Sagita's like the herb merchant, the main herb merchant. So yeah, if she doesn't sell any herbs, then then I don't know who does. But there's the ice block. That's like a chiller, whatever. It's like a fridge, and those are grapes, as you can see. Yeah, this is 100% the right place. Yeah, there's some grapes there. Chilled grapes. Tasty. Hallo, Sagi. Okay, let's just see. Kennst du zufällig jemanden, der mitten im Sommer frische Weintrauben verkauft? Ja, kenn ich. Ich verkaufe dir frische Weintrauben, wenn du willst. Sag bloß. Ja? Jeden Herbst friere ich mir ein paar Trauben ein. Ich benutze dazu eine abgewandelte Form des Eisblockspruches. Die Magier im Kloster haben ihn mich gelehrt. Jede Traube kostet dich 10 Goldstücke. Now, what surprises me the most about this is that it only costs 10 gold per piece, even though grapes are like one of the rarest items in the game. Alright, now let's just get the hell out of here. To the harbor! Alright, now, yeah. That's another quest completed, I think, unless of course Altram wants something else, which would be pretty shithouse, but let's just see. Anyways, after this I should have 3 votes, which is a good thing. Alright. Oh wait, that's Hakon. There's Altram. Alright. Hallo. Ich brauche dringend deine Unterstützung. Ich bin dabei. Um was geht's denn? Ich brauche deine Stimme für die Wahl Hannas in den Stadtrat. Nö. Ach, nö. Ich weiß nicht. Ach komm schon, gib dir einen Ruck. Ich gebe auch ein paar leckere Weintrauben aus. Schöne, eisgekühlte Weintrauben. Hast du gerade Weintrauben gesagt? Jetzt? Um diese Sommerzeit? Zeig her. Frische Weintrauben. Wo hast du die denn her? Habe ich was verpasst? Hat ein Schiff angelegt. Ist doch egal, wo die herkommen. Für die Stimme gibt's noch mehr Trauben. Genauso lecker. Woher weißt du denn, dass ich auf Weintrauben so scharf bin? Stimme gegen Trauben. Sarah, du hast dich mit Sarah besprochen. Weibsbilder, nichts als Tratschen im Kopf. Stimme gegen Trauben. Her damit und ein Hoch auf Hannah. Oh. Man, now I'm hungry. Grapes seem very tasty now. Happens sooner or later. Hey, Tochter. Oh no. Magier? Ich wollte dir nochmals für deine Spendenfreudigkeit danken. Inos sieht es gern, wenn seine Gläubigen ihren Glauben auch mit einer Spende verbinden. Wo wir gerade beim Thema Glauben sind, warum gibt es eigentlich in dieser sündigen Hafenstadt keinen Schrein Inos? Ich meine, wenn ich ein Gebet an ihn richten will, muss ich bis Lobards Hof rennen. Da sagst du was. Es ist eine Schande für unseren Orden, dass es in dieser Stadt noch keinen öffentlichen Schrein gibt. Der Statthalter selbst hat jedes Mal ein anderes, scheinbar gewichtiges Argument gefunden, um die Errichtung eines Schreins nicht zu genehmigen. Du hast recht. Das muss sich endlich ändern. Der Statthalter? Ihr redet von Larius, Vater? Ja, das ist sein Name. Someone's gotta do the work. What the hell? Larius hat derzeit in dieser Stadt nichts zu melden. Lord André sollte so einem Vorhaben doch extrem aufgeschlossen gegenüberstehen. Hey, das stimmt. Was bin ich doch für ein Ignorant, natürlich. Lord André ist ein Paladin, ein glänzender Streiter des gerechten Gottes. Er wird die Aufstellung eines Schreines in dieser Adanos-Stadt genehmigen. Öffentlicher Schrein könnte auch den weniger Betuchten einen engen Kontakt zu unserem Herrn ermöglichen. Tochter, du wirst die Erlaubnis des Lord Protectors einholen. Das, so scheint mir, ist sein Wille.
Wie jetzt sein Wille? Nur weil ich das Thema angesprochen habe, muss ich die Genehmigung des Lord Protectors einholen? Ist das nicht eine weit hergeholte Interpretation seines Willens? Du willst nicht wirklich den Willen eines Priesters Innos in Frage stellen. Nein, das machst du sicher nicht. Wenn du das Einverständnis des Lords hast, dann komme zu mir zurück. Wir haben dann noch einiges zu klären. Tja, ich muss los. So I just want to see what happened to the Larry's quest. This is kind of interesting. This Larry's quest is actually going somewhere. Anyways, I'm not going to do that quest yet. I'm going to do that maybe later in this episode, but not now. Okay, I talked to Orlan, and he doesn't have a weapon, so the only other person I know that actually deals weapons of mass destruction is Khaled, so really true. There's Jarvis. I never knew that. I can't believe it. That's exactly what I said. No one really wanted. Okay, well, he's not here anywhere, so he has to be up here. Hallo. Alright, I was right. Hast du eine besondere Waffe in deinem Arsenal? Ich meine, so richtig einzigartig. Eine einzigartige Waffe? Du meinst sicher nicht Schwert oder Armbrust. Ich habe von einer Waffe gehört, die statt Bolzen oder Pfeilen kleine Bleikugeln verschießt. Dazu braucht man dann auch ein spezielles Pulver. Das wäre eine einzigartige Waffe. Weißt du, wo ich eine solche Waffe finden kann? Wenn ich das wüsste, hätte ich sie mir schon besorgt. Frag die Schmiede hier auf Corinus. Weiter kann ich dir nicht helfen. Tut mir leid, Kleine. Okay, I only know four Smiths. Bennett, Carl, Harrod and Brian. So I'm gonna begin by talking to Bennett, obviously. What the fuck is he? Hallo, hast du schon mal von einer einzigartigen Waffe gehört, die Kugeln statt Bolzen oder Pfeilen verschießt? Nee, aber ist ein interessantes Konzept. Da werde ich mal drüber nachdenken. Alright, well, that's one down, three to go. Let's go here again. I don't think they were gonna change that. Alright, now let's go to Carl. Alright, where is he? There he is. Hey. Oh, maybe not. What about work at Nome? Alright. Let's go to Harrod then. That's two down, two to go. Hey, Schmied. Alright, let's see. Hast du schon mal von einer einzigartigen Waffe gehört, die Kugeln statt Bolzen oder Pfeilen verschießt? Meinst du eine Schleuder? Ich glaube kaum, dass eine Schleuder einzigartig ist. Was anderes, was eine Kugel verschießen kann, kenne ich nicht. Oh my god. What are the chances of Brian actually knowing something about this? Well, if he does, he's officially smarter than that Harrod dude. So, hey, maybe I can get my future signed by this dude. Hey, maybe I can get some goblin berries or something. Oh my god, these aren't even herbs. Wirf für mich einen Blick in die Zukunft. Come on, come on. Gut, doch, dann der Dapfer kann. Yes, I am. Let's see. Ich sehe ein Schief, viele pelzige Nager, die Krankheit. Schreckliches Unheil kommt über die Menschen. Dort, der Reigen der Untoten. Ein Gott wird mit dir sein. Erlösung aus langen Qualen. Mehr kann ich dem Dunkel der Zeit nicht entnehmen. That's hardly anything. Wirf für mich. Der Schleier der. Oh. Alright, well, that sucked. Yeah, let's go to Brian now. And I still haven't been able to find the fire rune of. The fire rune that Jack wants. Basically, I've been searching for, like, I searched the island
for like 20 minutes. Couldn't find a thing except some spiny clams and some gaper clams. But that's about it. There's nothing there at all. Unless, of course, I got the rune beforehand and sold it to someone, which is highly unlikely. Because I hardly sell anything in this game. Anyways, let's talk to Brian. Hallo, Junge. Come on, work, please work. Hast du schon mal von einer einzigartigen Waffe gehört, die Kugeln statt Bolzen oder Pfeilen verschießt? Nein, noch nie. Aber frag doch mal Jack, den alten Strandgutsammler. Der besitzt allerlei Kuriositäten von Corvinus Küsten. Alright, so I guess we have to search Jack. Well, Jack's chest maybe. Alright, let's just see if there's anything in here.